Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby und der Regenbogenpinsel. Wie ihr hört und wahrscheinlich auch seht, wir sind ziemlich am Ende des Let's Plays angelangt. 7-3, wundersames All. Wollen wir auch gleich hinein starten? Wundersames All, wir haben 7 Leben. Wir sind kurz vorm Endboss wahrscheinlich. Sofern es nicht mehr Welten gibt als 7. Okay, von diesen Typen sollten wir uns dann nicht verspeisen lassen. Oder verspeisen lassen. Um es ins bessere Deutsch zu übersetzen. Wundersames All. Sind das Aliens, oder? Nom 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 nom. Was ist los bei denen? Ich werde da unten durchs Arschloch wieder ausgeschissen. Ich werde durchs Arschloch wieder ausgeschissen. Ja, so oft müsste ich jetzt auch nicht demonstrieren. Wobei, die haben dann echt einen komischen Körper. Die haben echt einen komischen Körper, wenn das wirklich so ist. Aber gut, wollen wir mal keine Kritik an denen äußern. Die sind schon gute Kerle wahrscheinlich. Komm, Kirby, ab nach oben. Nehmen wir einfach einen schnellen Weg an denen vorbei. Ja gut, wenn wir verspeist werden, gibt es leider keinen allzu schnellen Weg mehr für uns. Da unten entlang, oder wie? Ja, okay. Dann würde ich sagen, hier runter. Und bitte hier rein in die Kanone. Und ab geht die Post. Oh, was ist das für ein Kerl? Was ist das für ein Kerl? Auf jeden Fall kein netter Kerl. Bim. 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 Und platt ist er, wie eine Flunder. Sieht man doch gerne. Und die Speerwerfer hier können uns mal nichts. Fürs Erste zumindest. Und der dritte Treffer. Danke. Können wir jetzt dran vorbei? Gut. Hier unten ist bestimmt irgendwas. Nur eine Traube. Echt? Ja gut, dann nehmen wir die Traube halt mal mit und weiter geht's. Jetzt werden die Dinger schon ganz grün. Ja, die sind halt neidisch auf uns, ne? Ihr versteht mich. Oder wir verstehen uns im Allgemeinen. Gut, ab in Zeitlevel. Und mal schauen, ob die Anforderungen hier sind. Ja gut, wenn wir dann ziemlich langsam machen, dann sollte hier eigentlich... Ja gut, wir haben wahrscheinlich... schon so gesehen versagt. Jo, haben wir. Gute Sache. Kann man sich hier irgendwo umbringen? Nee, man kann sich hier leider nicht umbringen. Wie soll man das One-Up da erreichen? Es ist ein Rätsel, wirklich, Leute. Es ist ein Rätsel. In dieser Welt sind so viele Rätsel. Es ist unglaublich. Ja gut, müssen wir uns hier verspeisen lassen, oder wie? Jo. Das ist doch mal eine gute Taktik. Müssen wir immer den richtigen Weg finden. Oder eben einfach mal, wenn man nicht farbenblind ist, dürfte das ja sowieso passen. Na gut, wir haben... Ah. Ich weiß was... Nein! Ich hab gedacht, der in der Mitte... Aber, die haben mich jetzt mal vollkommen verarscht. Der Blaue wäre in der Mitte gewesen. Das ist fieses Mindgame. Das ist eiskalt ausgetrickst. War wirklich eiskalt. Leute, ihr seid sehr fies. Wir werden ausgeschissen und... In your face! Okay, jetzt aber keine fiesen Szenen einbauen. Danke. Bis jetzt sieht alles ganz harmlos aus. Und das soll bitte auch so harmlos bleiben. Ja, Leute. Man kann sich ja nie sicher sein, ob der jetzt einen verspeisen will oder nicht. Die haben mich schon die ganze Zeit im Auge. Ich bin ziemlich... Ja, okay, da müssen wir die Schnur wechseln. Können wir nicht? Okay. Ein Treffer kassiert, ja gut. Ja, war die richtige Wahl. Wenigstens einen Schatz haben wir dann noch geholt. Gut.
Und jetzt wird es wieder hektischer. Oh, ich mag das gar nicht, wenn es so hektisch wird. Aber sofern wir hier noch nichts machen müssen, ist alles in Ordnung. Ja gut, Treffer können wir ruhig kassieren. Das macht nichts. Bim. Und hoch. Jawohl. Bim. Nein. Nein. Jawohl. Und ich will nicht nach oben, nein. Ah, der ist nach oben. Jawohl. Jawohl, passt doch alles. Ja, das war jetzt mal ziemlich einfach. Wobei, da oben ist bestimmt irgendwas. Schönes Easter Egg. Jetzt sieht man wieder die ganzen Freunde, die uns verspeist haben auf unserem Weg bis hierher. Jetzt heißt es leider Abschied nehmen, Leute. Wobei, ich glaube, Abschied ist noch etwas früh, oder? Ja, gut. Ja gut, geh mal von den Teilen weg. Nein! Nein, nein, nein. Oh, ich hab doch gezeichnet, Mann. Oh, ich glaube, ich werd hier sterben. Nein, 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 nicht, nicht. Ich zeichne doch, ich hab gezeichnet. Ja, okay. Wir haben noch 7 Leben, das heißt noch 7 Versuche. Schlügri, du rennst also gerne von mir weg, ne? Das sieht man dir an, du kleiner Schlüsseldieb. Nein, nein, nein. Und der dritte Treffer. Nein. Jawohl. Und. Nein. Nein. Ich habe da schon eine Schnur gezeichnet. Ach komm. Den juckt's nicht, ob ich da eine Schnur gezeichnet habe oder nicht. Ich hab doch. Leute, nein, das ist unfair. Ich hatte keine Schnur mehr. Komm, jetzt ruhen wir uns hier erstmal aus. Wir hatten wieder klaren Verstandes und dann können wir in Ruhe weitermachen. Jawohl. Und wir haben den Schlüssel zurück. Gute Sache. Und aufschließen, bitte. Und nein. Lass mich jetzt nicht nochmal verspeisen. Weil das wäre echt bitter. Was hat der Kerl zu machen? Jawohl. Und weiter geht's. Ja gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's, oder? Hier. Immer schön eine Linie entlang. Den letzten Schatz haben wir jetzt nicht erwischt. Ist aber auch nicht allzu schlimm. Das Tagebuch haben wir dafür. Jawohl. Den goldenen Schatz. Gebrüche eine Schatztruhe. Ja, die drei. Das nette Dreierpack hier. Mal schauen, wie die heißen. Würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Und sie heißen Schluckfort. Diese Bösewichter verschlingen mit ihrer Zunge alles vor ihnen und spucken es dann an anderer Stelle wieder aus. Bei Kirby machen sie das besonders gern. Sie halten ihn wohl für Zuckerwatte. Aber warum spucken sie es dann wieder aus, wenn sie ihn für Zuckerwatte halten? Mögen die keine Zuckerwatte? Es ist ein Rätsel. Mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. 7. Boss. Der letzte Kampf. Klingt doch schon mal einladend. Und mal schauen, anscheinend wird der Part hier doch der letzte Part. Ihr werdet es herausfinden, indem ihr dran bleibt. Und was wird auf uns zukommen? Erstmal wieder aufladen lassen. Genau. Wir sehen hinter uns verschiedene diverse Planeten. Und hier versteinertes Leben. Vasen, Gitter. Warum die hier so freizügig gebaut hat, hier zieht es doch bestimmt. Aber naja, ist wohl ihr Stil. Würde ich sagen, weiter geht's. Wir können nicht mehr zurück. Und wir wollen wahrscheinlich auch nicht mehr zurück.
Was ist los? Nein! Nein! Wir wollen dir doch nichts tun, Kleiner. Na gut, wir müssen die hier, den hier eindeutig gegen den Pfosten hier schmeißen. Aber nur, wenn der keine Stacheln hat. Das heißt, wir warten noch etwas. Genau. Und jetzt schauen wir gleich. Damit der keine Stacheln mehr hat. Und BÄM! Jawohl. Weiter geht's. Volle Leben-Tomate. Danke sehr. Und wir wagen uns weiter vor. Oh Mann, ich bin schon richtig aufgeregt. Mal schauen, wie Tonia uns entgegentreten wird. Die zwei Hände, welche uns am Anfang die ganzen Farben geraubt haben. Und es ist Tonia. Sie fleht sie an. Bitte auf! Doch sie will nicht auf sie hören. Es ergibt wohl keinen Sinn, hier noch groß zu reden. Wir müssen es wohl auf die harte Tour klären. Und der Behälter, wo sie gerade drin ist, sieht nicht allzu freundlich aus. Och nee, die knetet irgendeine... Nein! Wobei. Komm, wandel dich schnell wieder um. Jawohl! Und... Bäm! 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 Nein! Die ist wieder weg. Komm, mach das gleiche nochmal. Och nö. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Was soll ich hier bitte... Nein, 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 nein. Was soll ich hier bitte schön machen? Ich kann ja nichts machen, oder? Ich konnte gerade doch echt nichts machen, oder? Ist doch so. Komm. Der kleine Behälter soll bitte freundlicher werden. Jawohl. Und jetzt. Boom. Und... Wir wagen es, sie zu attackieren. Immer schön drauf pressen. Hm, die hat aber erst wenig Schaden genommen. Das ist echt schade. Es ist eine Schande. Bleib am Rand, Kirby. Och nee, die Minen. Flüchten! Nein, wir wurden getroffen. Leben, das Leben brauchen wir. Leute, jawohl. Wenigstens haben wir jetzt noch zwei Leben. Das heißt, etwas Absicherung. Ist immer als keine Absicherung. Also, wirklich. Leute. Das ist klar, ne? Boom. Komm, attackieren, attackieren. Jawohl. Und, haben wir einen super Move? Nein, wir haben keinen super Move, schade. Müssen wir wohl normalen attackieren. Die hat noch etwas Leben. Oh, es ist so spannend. Bitte kill mich nicht. Ich muss in die Luft gehen. Aber ich habe das Gefühl, ja. Da kommt die Hand des Todes hinaus. Hinausgeschossen. Und die wollen uns zerquetschen, ja. Genau, die wollen uns zerquetschen. Eiskalt. Komm, jawohl. Komm, mach den Strahl weg. Nein. Nein! Leute, wie sollte man dem ausweichen? So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zum Schnitt. Wir haben nur noch drei Leben, aber ich habe herausgefunden, beziehungsweise hier steht es nochmal, Regenbogenseile können Gegenstände blockieren und somit auch die Laser oder die Bomben, die auf uns hier herabfallen. Das heißt, es sollte eigentlich kein allzu großes Problem mehr werden. Ja, dann schauen wir mal, ob sich die Theorie auch wirklich in die Tat umsetzen lässt. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, und das Ding soll bitte herkommen, genau. Bum. Jawohl. Und immer schön auf die Nuss geben. Möglichst viel. Jetzt kommen wir leider nichts mehr machen. Das sieht ja immer wenig Leben ab. Das heißt, ich gehe davon aus, man muss sie mindestens ein paar Mal treffen. Und schau, jetzt einfach hier... Immer schön über Kirby die Striche haben.
Dann kann hier nichts passieren. Ja, weil man kann einfach Gegenstände blockieren. So einfach wäre das Ganze gewesen. Aber wir mussten uns natürlich alles schwerer machen, als es ist. Beziehungsweise ich muss mir alles schwerer machen, als es ist. Ihr habt damit ja nichts zu tun gehabt, Leute. Ihr seid gut davon gekommen. Jawohl. Und jetzt auf die Nuss geben. Noch ein Treffer. Und noch einer. Und noch einer. Ja gut, der hat nicht mehr gezählt, aber innerlich halt zur Beruhigung des Gemüts. Und genauso kann man es auch bei denen, die jetzt kommen, machen. Jawohl. Einfach ablocken. Und nur das, was man haben will, kommt wirklich dann durch. Es ist einfacher, als man denkt. Und den bitte auch. Jawohl. Erstmal leben und wieder die Sterne sammeln. Genau. Jetzt wirft sie wieder ihre Bälle rum. Das alte Spielkind. Sie will doch nur spielen. Die hat doch nichts Böses im Sinn. Warum macht ihr dann sowas? Sie will nur spielen. Ja, heißt es jetzt wahrscheinlich bei vielen, aber sie ist böse. Deswegen geht's auf die Rübe. Bim, 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 bim. Ja gut, viermal kann man wahrscheinlich nie treffen, immer nur dreimal. Schade, und jetzt wird sie wieder ärgerlich. Und macht ihre Moves mit den Händen. Ja. Aber gut, den kann man ja ganz in Ordnung ausweichen. Das ist ja nicht allzu schwer. Man kann sie anscheinend auch hier attackieren. Habe ich bis jetzt gar nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Gut. Coole Sache. Cool, cool. Leute. Aber leider tschüss die schnell wieder ab. Ja gut. Das geht auch eigentlich recht leicht. Einfach immer da, wo Kirbys den Strich machen. Ja, weil ich weiß nicht, warum wir uns vorhin, oder ich mich so vorhin angestellt habe. Immer wenn sie nicht den Schutzschild hat, kann man sie ohne Probleme erreichen. Ist auch gut zu wissen. Weil sie hat oft ihren Schutzschild nicht. Bum! 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 Und... Bum! Ja gut, der hat getroffen. Das war ein eindeutiger Treffer. Und... Immer schön aufs Gesicht. Jawohl. Was hat sie jetzt für uns? Oh, jetzt hat sie schon vier Hände für uns. Bum, 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 bum. Und sie verzieht sich wieder. Ist ja klar, richtig feige. Richtig feige, du Kleine. Aber war mir klar, dass sie sich gleich verzieht, wenn sie Ärger riecht. War mir sowas von klar. Okay. Ja, wir müssen Kirby anscheinend immer nur schützen. Aber das geht ja eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht. Aber wir nehmen gleich den Super Move. Ja. Wir müssen hier erstmal ausweichen. Beziehungsweise warten, bis die Bälle sich beruhigt haben. Und... Bum! Bum! Jawohl, bitte, 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 bitte. Ja! In your face! Haben wir Tonya tatsächlich besiegt? Ja. Das haben wir. Was ist los mit ihr? Warum musstest du sie dich gegen uns stellen? Aber es scheint, als wäre sie wieder normal. Wir haben sie gerettet. Aber die böse Maske, sie wird wieder zum Leben erweckt. Nein! Die Meisterhand. Sie tschischt davon. Was haben wir getan? Lasst uns was zeichnen. Die Rakete. Und wir verfolgen sie. Vorwärts. Wir dürfen sie nicht gehen lassen. Nein, das Universum schwebt in Gefahr.
Und sie zieht vergnügt durch Raum und Zeit. Aber sie sieht uns, wie wir ihr schaden wollen. Der letzte Kampf. Und wir werden es schaffen. Wir werden sie schlagen. Wir werden sie vernichten schlagen. Es ist ein epischer Kampf. Da kann man echt nichts dagegen sagen. Nintendo, gute Arbeit. Und wir werden das Universum erneut retten. Da kann uns niemand von abhalten. Und ich habe 100 Sterne. Führen wir unseren Raketen-Move aus. Und BOOM! Der erste Treffer. Wir brauchen anscheinend 3 Treffer. Dann würde ich sagen, sammeln wir immer schön fleißig die Sterne ein. Und hier vorne bitte auch. Jawohl. Hier gibt's die nächsten. Immer schön ausweichen und Sterne ansammeln ist hier das Motto. Weil wir dürfen sie das nicht machen lassen. Sie will dem Universum schaden. Bim. Jawohl. Nur noch ein letzter Treffer. Und dann haben wir sie, wo wir sie haben wollen. Man sieht schon, wie sich ihre Farben in das Schwarze auflösen. Sie ist nicht mehr so farbig wie vorher. Sie hat keine Kraft mehr. Ihr wird die Kraft entzogen durch unsere Harmonie. Wir werden es schaffen. Und ganz Dreamland, nein, auch alle anderen Welten retten. Denn niemand, kein einziger auf diesem Planeten, in diesem Universum, soll wieder ihre dunklen Machenschaften miterleben müssen. Jawohl! Das hast du davon, wenn du Dreamland die Farben klaust. Bam! Speichervorgang. Tonya. Oh, Eileen. Kirby. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Danke. Ich bin euch so dankbar. Hier hast du ein Geschenk. Deinen Superstern. Den wolltest du doch schon die ganze Zeit haben. Der kostet 199 Euro, aber jetzt hast du ihn geschenkt. Ja, ich hab meinen Superstern wieder. Danke, den wollte ich schon immer in der Werbung. Habe ich den immer gesehen. Ja. Oh. Und wir sausen zurück. Wahrscheinlich nach Dreamland. Und hier sehen wir die Credits. Ja, als Fazit des Spiels würde ich sagen, es ist richtig süß aufgemacht. Es ist wirklich einfach nur ein Augenschmaus. Die ganze Grafik ist einfach so stimmig, das Gesamtbild des Spiels. Ich finde, die Story wurde jetzt leider nicht erzählt, aber die Bilder hatten schon gereicht. Man konnte ja sich gut reindenken, was die aktuell sagen sollen. Vertonung war halt nicht der Fall, aber dann habe ich die Vertonung übernommen. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen, wie ich das gemacht habe. Und ja, es kam ja erst vor 2 Tagen raus und ich habe es jetzt schon durchgespielt. Ich weiß nicht, wie viele Parts es werden oder wie viele Parts es jetzt insgesamt waren. Wir schreiben aktuell den Samstag, den 9. Ich weiß nicht, wann es hochkommt, aber wenn es nach oben kommt, bald kommt ein neues Projekt. Ihr habt ja schon Splatoon gesehen, die Global Test Fire. Und genau das wird auch Let's Play. Das hat einen schönen Singleplayer-Modus. Also gute Sache da. Nintendo hat auch bei Splatoon gute Arbeit geleistet. Und Yoshi's Woolly World kommt ja auch noch. Oder Woolly World, je nachdem wie man es jetzt aussprechen will. Ich spreche es einfach so aus, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Weil, ja, passt also. Und Charaktertext, Satoshi Ishida. Ja, die haben ja eigentlich wenig Texte gehabt, im Allgemeinen. Deswegen, hier haben anscheinend ziemlich wenige mitgemacht. Wobei, so wenig jetzt auch nicht. Artwork, Yumiko Sano, Rieko Kawahara, Masayo Nakagami, Yuki Giada, Shingo Hosokawa, ja, hier waren schon einige mit dabei.
Manual Edition. Was Manual Edition eigentlich so für einen Job haben, weiß ich nicht so, aber Character Coordination ist doch ganz klar die Charakterkoordination, das heißt, wie sie sich bewegen und so. Haben sie alle schon gute Jobs geleistet. Und ich würde sagen, das Spiel hat einen schönen Abschluss gefunden. Leider einen schnellen Abschluss, weil, ja, etwas weniger Inhalt. Aber wir werden natürlich noch ein Part sehen. Denn da werde ich die ganzen Herausforderungen zeigen. Freut euch schon mal drauf. Ich werde auf jeden Fall die Herausforderungen zeigen, die man machen kann. Ich weiß nicht, ob das auch mit den Schätzen zusammenhängt, ob man jetzt ein, zwei Herausforderungen macht. Oder überhaupt erst machen kann. Das heißt, überhaupt erst Herausforderungen betätigen kann. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall werde ich alles zeigen, was aktuell auf dem aktuellen Stand geht. Ich glaube, die Herausforderungen sind ganz freigespielt, weil nach jedem Level stand ja da, eine neue Herausforderung ist verfügbar. Werden wir uns alle einfach mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle auf Gold machen werde, aber ich werde alle auf jeden Fall einmal spielen. Und ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns schon mal darauf und wir genießen jetzt die Credits eines geilen Spiels. Special Thanks. Das heißt, die Credits sind leider auch schon ziemlich dem Ende gegenüber geneigt. Aber gut. Der Part ist dann wahrscheinlich wieder etwas lange geworden. Ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt etwas kürze, also wenn ich die Sachen rausschneide, wo ich total gefailt habe bei ihr, bei dem ersten Tonia-Boss, dann ja, wird er wahrscheinlich wieder etwas kürzer. Aktuell haben wir 35 Minuten. Ihr seht natürlich dann, wie kurz er wirklich geworden ist. Ich glaube, um sie 20 Minuten oder 25. Executive Producer Satoru Iwata, der gute Kerl. Copyright 2015, HAL Laboratory Inc. Nintendo. Und hier sehen wir alle schön in Knetoptik aufgemacht. Ja! Und Tonia mit Eileen sind wieder glücklich und zufrieden. Und bringen die Farben zurück nach Dreamland. Und alles ist wieder so idyllisch, wie wir es gewohnt sind. Und Kirby hat seinen Apfel bekommen. Das ist doch mal ein tolles Ende. Aber nein, ich sehe es. Er hat nicht nur einen Apfel bekommen, der hat die ganze Apfelweide bekommen. Ich glaube, Kirby ist aktuell der glücklichste Kirby auf der Welt. Oh Mann, das ist so ein schönes Bild. Und damit würde ich sagen, schließen wir ein tolles Projekt ab. Wir sehen uns im nächsten Part bei den Herausforderungen. Und see you, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns. Ciao.